Liebe Freunde Israels, es ist schon sehr beglückend, dass trotz dieses nicht so besonders schönen Wetters 1000 Freunde Israels auf der Straße sind. Das ist ein tolles Ergebnis. Es könnten mehr sein. Beim nächsten Mal sind wir vielleicht 2000. Jeder bringt beim nächsten Mal noch einen mit. Liebe Israel-Freunde, ich kenne keinen zivilisierten Menschen, keinen Juden, keinen Christen, der sich über Krieg freut. Die Hamas freut sich. Ich kenne keinen zivilisierten Menschen, weder einen Juden noch einen Christen, der sich über den Tod von Menschen freut. Die Hamas-Terroristen freuen sich. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der palästinensischen Guerillataktik, die Zivilbevölkerung als Waffe einzusetzen. Der Botschafter hat das so schön ausgedrückt: Die israelischen Streitkräfte versuchen alles, um die Bevölkerung zu schützen, nicht nur die israelische, sondern auch die palästinensische. Die Hamas tut alles dafür, um die Bevölkerung, die ihr anvertraute oder von ihr abhängige Zivilbevölkerung dazu zu bringen, nicht die Menschen, sondern die Raketen zu schützen, damit sie hinter dem Schutzschild der Bevölkerung auf Israel abgefeuert werden können. Wo gibt es denn eigentlich so etwas ein zweites Mal, dass eine militärische Streitkraft, und glauben Sie, oder Sie wissen es ja alle, die Streitkraft Israels wäre in der Lage, innerhalb weniger Stunden den Landstrich platt zu machen. Daran hat aber niemand, kein zivilisierter Mensch, ein Interesse. Wo gibt es denn sowas, dass eine Streitkraft die Menschen vorher anruft, ihnen SMS schickt, Flugblätter verteilt, sie auffordert, verlasst eure Häuser, verlasst eure Arbeitsstätten, wir haben nicht euch zum Ziel, sondern die Raketen, auf denen ihr lebt, haben wir zum Ziel. Und diese armen Menschen, man muss es wirklich so sagen, versuchen zu fliehen und sie werden daran gehindert, sie werden wieder zurückgetrieben. Und wen wundert es dann, wenn es zivile Opfer gibt? Auch in einem Schulgebäude der UNRWA, UNRWA, wurden Raketen gefunden. Und UNO-Fahrzeuge werden für den Transport von Hamas-Terroristen benutzt. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon ließ vorgestern am 23.07. hierzu folgende Stellungnahme veröffentlichen. Der UN-Generalsekretär hat mit Beunruhigung gehört, dass Raketen in einer UNRWA-Schule im Gazastreifen gelagert und in der Folge vermisst wurden. Er brachte seine Empörung und sein Bedauern darüber zum Ausdruck, dass Waffen in einer Schule der UN deponiert werden konnten. Dadurch, so Ban Ki-moon, haben die Verantwortlichen die Schule zu einem legitimen militärischen Ziel gemacht und das Leben unschuldiger Kinder, der Beschäftigten der UN und aller Zivilisten, die die Schule als Schutzraum nutzten, gefährdet. Er forderte, dass die verantwortlichen militanten Gruppen solche Aktionen stoppen sollen und für die Gefährdung von Leib und Leben von Zivilisten zur Rechenschaft gezogen werden sollen. Meine Damen und Herren, die Judenfeinde in Berlin werden unter den Augen der Weltöffentlichkeit, und darauf können Sie sich verlassen,
Die Bilder von heute werden nicht nur in Deutschland, sondern in aller Welt gezeigt. Und insofern bin ich so froh, dass Sie alle hier sind, damit die nicht alleine den Kurfürstendamm beherrschen. Diese Judenfeinde werden heute vor unser aller Augen, vor den Augen der Weltöffentlichkeit, den Kudamm wieder zu ihrer Bühne machen. Die Polizei wird beobachten, notieren, deeskalieren. Wir fordern, dass sie sofort einschreitet, Straftäter festnimmt und gegebenenfalls den anti-israelischen, anti-jüdischen, antisemitischen Aufmarsch der Terroristen auflöst. Es ist eine Schande, dass islamistische Radikalinskis und deutsche Neonazis gemeinsam auf deutschen Straßen antijüdische, antiisraelische Parolen grölen. Wer immer da mitgrölt, soll sich von mir gleichfalls angegriffen fühlen. Antisemitismus und Rassismus, menschenverachtender Hass, haben in Deutschland keinen Platz. Der frühere Bundeskanzler Schröder hat in einer solchen Situation mal den Aufstand der Anständigen gefordert. Er ist mehr denn je heute gefragt. Die unzähligen Israel-Freunde in Deutschland, auch in der deutschen Politik, haben, wenn es ernst wird, häufig andere Termine. Deshalb finde ich es beglückend, dass heute zahlreiche Repräsentanten der Bundes- und der Landespolitik hier sind. Nochmals ein herzliches Willkommen an alle, die gekommen sind. Hamas ist eine Terrororganisation, die nicht nur Israel zum Ziel sich genommen hat, Israel zerstören will, sondern die gesamte westliche Wertegemeinschaft, also auch uns. Es geht uns alle an. Mit iranischem Geld wurde ein riesiges Waffenarsenal geschaffen. Überlegen Sie doch mal, trotz der militärischen Aktionen der Israelis werden permanent weiter Raketen geschossen. Das ist auch eine unglaubliche Situation. Das zeigt aber auch, wie mühsam und wie Schritt für Schritt die israelischen Soldaten vorgehen und vorgehen müssen, eben um möglichst viele Zivilpersonen dabei zu schützen. Wer einmal in Israel erlebt hat, dass nach einem Raketenalarm 15 Sekunden bleiben, um in den Schutzraum zu gelangen, wird vielleicht auch eines Tages in Deutschland 9-mal kluge Kommentare unterlassen. Hassprediger, Hassprediger, die Allah um die Vernichtung der Juden bitten, gehören nicht nach Berlin, sondern sie gehören ins Gefängnis. Wird er solche gemeingefährlichen Idioten nicht erhören. Ja.
Wir stehen an der Seite Israels nicht nur wegen unserer schrecklichen Vergangenheit, nicht nur, weil wir Schuld auf uns geladen haben, sondern weil wir die Lehre der Geschichte kapiert haben. Nie wieder Ausgrenzung von Menschen in Deutschland und in Europa. Nie wieder Verfolgung von Minderheiten. Nie wieder setzen wir in Deutschland die Demokratie aufs Spiel. Nie wieder treten wir Menschenrechte mit Füßen. Meine Damen und Herren, wir stehen an der Seite aller derer, die unseren Schutz brauchen. Wir stehen an der Seite unserer Freunde. Wir stehen an der Seite Israels, insbesondere dann, wenn die Zeiten schwer und die Probleme groß sind. Nächstes Jahr in Jerusalem.